So, weil es so schön war, machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Folge. Direkt ins nächste Schlamassel. Kann ich schießen? Das sieht doch. Ist das ein Gefängnis? Keine Ahnung. Nein. Drogenlabor im Zweifelsfall. Ja, im Zweifelsfall, ja. Warte mal, hier sind locker Secrets. Kann man hier rein? Nee. Als ob, ey. Ja, die reden mal von Collectibles. Ich will wissen, was das ist. Hier kommen wir durch. Achso, dafür muss ich den Hebel gerade drücken. Ich sehe nichts. Ah. Ja, die Kamera brauchen wir ein bisschen. Alter. Alter, aua. Tu mir nicht weh, Mann. Boom. Gut. Ich stehe nicht mehr so in der Nähe von Fässern. Doch. Ich sehe nichts, Kamera. Alter. Granaten. Ich habe keine Granaten. Kritisch. Dann mach einfach durch. Ja. Es stand aber in meinem Gesicht. Ja, bei mir auch. Oh, Cafeteria. Alter, die Kameramann. Wenigstens ein bisschen Abwechslung, was die Kamera angeht. Ich kassiere hier drin irgendwie. Ich glaube, wir müssen hier rein, aber ich sehe einfach nichts. Die Kamera ist wirklich ziemlich schlimm hier, alter Schwede. Bin Hallo? Tot. Das hier? Das ist ein Gegner. Nee, ich meine dieses komische Gerät da. Was passiert denn? Alter! Wo bin ich denn? Übersichtlichste Spiel der Welt, ich bin schon wieder tot. Ich auch. Du auch. Wie sieht man auch über die Leichen schänden, Mann? Das ist bei mir auch, als ich gestorben bin, haben sich auch die ganzen Selbstmordattentäter noch auf mich draufgeschmissen. Nein. Okay, lass mal hier einfach bitte alle nur in die Richtung schießen und brauche ich da jetzt nicht rein, weil da sind so Dinger, wenn die explodieren, dann will ich jetzt nicht nochmal sterben hier. Kill all enemies. Ja. Wo bin ich denn? Hallo? Wir müssen, glaube ich, hier lang. Und dann hier? Fast, ja. Das stimmt. Wow. Alter. Ja, der fliegt einfach. Oh, Freiheit. Das sieht irgendwie aus wie eine Passage, wo wir schon mal runtergelaufen sind. Das ganze Spiel vorher sah so aus. Ja, aber man nicht übertreiben, ne? Außer in Flugzeugen und Booten. Was? Das mit dem Boot war schon fast das Highlight, ja. Ja. Bin ich tot? Ja, wir sind beide tot. Beide? Gleichzeitig gestorben, oder was mich irritiert, dass man vor mir sterben, aber dann irgendwo dieses Blablabla zu Revive steht. Die werfen hier auch Granaten, müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Mal einmal hier. Oh, schön, Tobi. Ach, du bist tot? Ja. Ich wollte gerade sagen, so, ich bin tot, dann bist du da schon runtergesprungen. Hallo? Aua. Tu es halt, Mann. Warum kriegen wir ein Game Over, wenn du da runterfliegst? Weil offensichtlich. Hallo? Wir stehen da einfach wieder. Jetzt bist du tot. Ich bin tot. Ja, ich weiß, aber da stand so Game Over, aber im Hintergrund sind wir beide. Also bin ich respawned. Okay, diesmal falle ich da vielleicht nicht runter. Ich rollst du nicht immer so vor. Auf dich. Ja, doch, das ist halt sonst völlig unlustig. Schön. Geht schon mal gut los hier auf jeden Fall. Er geht voll ab. Jetzt warte einfach mal hier. Die werfen Granaten. Wenn wir sie schneller erschießen, dann werfen sie auch keine Granaten. Das sind diese Selbstmordattentäter, Mann. Was, wo? Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, die sind beide mir einfach ins Gesicht gesprungen, während du schon weiter vorgerollt bist. Ja, was kann man gegen die denn tun? Weil die Leichen von denen explodieren ja auch. Du bewegst dich langsam nach vorne und erschießt sie, bevor sie bei dir angekommen sind. Warte mal, ich switch mal auf eine andere Waffe. Dann kann ich schon Gegner in der Ferne mal ein bisschen besser erledigen. Ich glaube, damit macht es sich hier wesentlich besser. Ja. Aber waren ja keine Selbstmordattentäter. Eben gerade waren da welche. Ja, aber jetzt gerade noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich die schon erschossen und die Leichen sind schon verschwunden. So, wollen wir hier mal rüber? Alter. Ja, wie kletter ich da jetzt hoch? So, okay. Bisschen auf den Button spashen. Bisschen auf den Button spashen. Hallo? Ja. Hui. Hallo. Warte auf mir. Hallo.
Das wäre im echten Leben wärst du lustig, Mann. Was? Ja, wenn du einfach so bist, irgend so ein Söldner hier und sollst irgendwelche Leute erschießen und die kommen einfach so, hui, ja, tschüss, ja, 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 rollen immer so an dir vorbei. Die kommen einfach angerollt und plötzlich bist du einfach tot. Ja, das M4 oder was auch immer ich hier habe, ist auch gar nicht mehr so uneffektiv. Aber man kann nicht rollen. Wie das aussieht, Mann, check mich. Oh fuck. Die wollen mir an den Kragen. Wir müssen wieder einen Hebel finden, um die Tür aufzumachen, glaube ich. Oder wir müssen einfach nur hier runter, das kann auch sein. Sagt dir das dein Instinkt? Ja, die Tür, da sah so aus wie so ein... Oh Gott! Prügel übelst auf mich ein. Oh, letzter Sekunde. Letzter Sekunde. In letzter Sekunde, meinte ich. Ich wollte gerade sagen... Alter, schon wieder diese Schläger, ey. Hallo. Ich wollte gerade sagen, habe ich gesagt, aber ich habe es nicht gesagt. Hab ich gesagt? Echt lustig. Echt lustig, Mann. Hä, ja, die chillen hier einfach. Die sind bei mir nicht tot, aber... Also, sie sind tot, aber sie sind so in der Ich-Knie-Hier-Position. Bei mir ist niemand hier. Einfach alle erschießen, so. Kill all enemies. Siehste, wo wir gerade beim Thema sind. Wie das da manchmal so eingeblendet wird, als müsste man das vor sonst nicht machen. Diesmal bitte alle töten. Ja, ist halt wirklich so, man muss halt sonst nicht alle töten, wir können die bis durchrushen. Ja, die Tür geht erst auf, wenn wir alle erschossen haben. Ja. Oh, da kommt das königliche Anwesen hier, oder wo wir sind. Königliches Anwesen, auf dem anscheinend ein Panzer chillt. Zwei. Der Panzer schießt einfach... Was? Fuck. Okay, das lasse ich einfach mal so stehen, dass der Panzer einfach mich mit roten Laser beschossen hat oder so. Ist der rechte Panzer auch schon tot, ja. Ach, der linke ist auch schon tot, okay. Ich habe auf den linken geschossen, wie ein Irrer. Ja, ich auf den rechten, aber schon tot. Oh, Heli. Ja, ich glaube, da werden nur Leute abgeseilt. Liegende Leichen. Panzer sind viel wichtiger. Alter. Hä? Ach, der ist noch gar nicht kaputt. Oh, ich bin tot. Fast tot, Mann. Wie du geflogen bist. Die Granaten werde ich mir hier auf alle Fälle zu Gemüte führen und damit ein wenig aufräumen. Panzer sind tot. Oh, ich habe irgendwas. Ich habe so einen Granatwerfer. Ne, hatte ich ja auch mal. Alter, diese Selbstmordattentäter sind nicht nur. Ja, haben mich auch gerade geknechtet. Sind nicht nur politisch grenzwertig. Sind auch einfach übelst scheiß Gegner, Mann. Also, muss ich jetzt mal sagen. Wieso sind die Selbstmordattentäter politisch grenzwertiger als der ganze Rest des Spiels? Ich weiß nicht. Irgendwas haben die, wo ich denke, so, die müssen jetzt nicht in so einem Game sein. Also, dass du so Menschen hast, die mit einem Explosionsgürtel auf dich zugelaufen kommen und einfach nur dir ins Gesicht springen. Irgendwie ist das ein einer zu viel, finde ich. Oder ist wieder alles dunkel geworden? Ist es Zeit für Minigun-Action? Achtung, nicht überhitzen. Ja. Bam! Also, wenn sie die Granaten werfen, könnte das ein Problem werden, glaube ich. Ja, die schießen auch teilweise bis mit Raketen hier und so. Echt? Wir müssen aufpassen. Ja, also nee, sie schießen bisher noch nicht, aber sie vorher erschießen, aber der hat so hier links und rechts in der Ecke kommen immer so Raketenwerfertypen. Das sehe ich auch, ja. Deine Minigun ist überhitzt. Deine Minigun-Anzeige ist, glaube ich, übrigens die rechte. Ach so, gut. Hm. Ja, weil du halt der zweite Player bist. Ich habe eben auch falsch geguckt. Achso, wir haben das ganze Haus am Ende noch zusammengeschossen, oder was? Hab ich auch nicht verstanden. Nee, ich hab auch gerade... Ich verstehe hier nichts, Mann. Das ist ein kompliziertes Spiel. Wir können ja mal gerne versuchen, am Ende des Spiels zusammenzufassen, worum es ging. Ohne die Wörter Drogen, Krieg und alle schießen zu benutzen.
Wahrscheinlich wird das immer so sein wie, ja, ist ein Spiel. Alle sterben. Was müssen wir denn tun, Mann? Ja, wahrscheinlich kill all enemies received oder so ein Scheiß. Ja, davon bin ich bitte gestorben. In der Mitte der Brücke, die Explosion war, na egal. Hallo, hallo? Hallo? So. Jetzt dürfen wir weiter. Nee. Immer noch nicht. Aber wir müssen hier hoch. Sicher? Nee. Die Leiter kann ich nicht benutzen. Oh nein. Hallo, ich will dich. Erstmal alle hier töten. Der hat seinen eigenen Menschen erschossen. Sicher? Ja, der ist etwas gestorben. Warte mal, ich kümmere mich mal kurz um den Raketentypen da oben. Der nervt nämlich so. Ist das hier eine Szene, wo wir aushalten müssen, oder ist hier jetzt irgendwas mega broken? Erstmal dann, Täter. Ist auch nicht. Bin fast tot. Ja, da liegt hinter dem Auto die Terra und hier auch noch hinter dem Auto. Bin tot. Tu was. Weg. Danke. Irgendwas fühlt sich nicht ganz richtig an hier. Ja, ich weiß auch nicht genau, müssen wir den Typen da oben erstmal töten? Na, der kommt immer wieder, ne? Lass uns mal gucken, ob wir zurück können vielleicht. Nee. Oder warte mal, müssen wir einfach. Ja, können wir auch nicht rüber. Hier rein, wo die alle rauskommen, das wäre aber neu. Da kann ich auch gar nicht rein. Sollen wir mal hier oben irgendwie gucken, ob jetzt irgendwas geht. Jetzt macht die Kamera was. Hier hoch. Wenn wir jetzt gleich die Leiter auf einmal aus dem Nichts benutzen können, ne, dann beende ich aber das Spiel. Lass mal hier lang. Ich will hier lang. Können jetzt so. Hier weiter. Ja. Alter, da ist ein Collectible, da ist ein Collectible. Komm her, hier. Das ist aber nur Geld. Nee, das ist lila. Das ist ein lila Dollarzeichen. Das ist ein Collectible. Am Ende des Levels wird einfach stehen. Collectible found. One. Dann hätte es aber vorhin auch schon mal da gestanden. Habe ich aber nicht geguckt im letzten Level. Ich auch nicht. Weil ich habe vorhin auch so ein lila Dollarzeichen gefunden. Flammenwerfer! Werfe! Für Scheiße! Dann habe ich doch Munition. Ich stehe einfach so in einem Feuer. Ah, fuck. Ah. Wir machen einfach teilweise voll nicht so viel Schaden, wie man denkt. Und dann ist man plötzlich doch tot. Schön. Müssen wir wieder chillen? Oder können wir hier irgendwo weiter? Ja, versuchen, ob wir nach rechts hier weiter können schon. Offensichtlich nicht. Aber es wird auch überhaupt nicht erklärt, worauf wir warten. Also außer auf die Kamera. Können wir hier rein? Nee. Hier irgendwo? Okay, lass mal erstmal wieder alle töten. Damit haben wir bis jetzt nichts falsch gemacht. Alter, hier ist ein Vetter. Okay, der hat doch nichts ausgehalten. Das ist einfach nur ein ganz normaler Melee-Guy. In Jogginghose. Hallo, Spiel. Aber diesmal ist die Kamera ja nicht so fix wie eben, sondern fährt so mit uns mit. Da. Ah, jetzt können wir erst den Hebel umlegen. Weil das natürlich vorher nicht ging. Ja. Die Brücke absenken, Mama. Ich bin einfach schon auf der anderen Seite. Was soll sie tun? was muss ich machen? Oh. Ach, man kann wieder ihn hier machen. Nur vor allem. Oh ja. Einfach alles zerstören. Komm, lass wenigstens bewegen. Jetzt zerstören. Hui. Hier ist ein Enemy Boat. Wo ist mein Fadenkreuz hier? Tot? Alter, ich. Das ist schwerer als man denkt. Bist du tot oder bin ich tot? Du bist tot. Okay. Du bist rot. Ja, aber ich habe nichts gesehen. Ah, selbst mal der Attentäter. Ah, okay. Oh nein. Das ist schon wieder unser Heli ohne Waffen, der schießen kann.
Und du kriegst aber die Rakete so ins Gesicht. Nein. Werfe ich so eine Granate rein. Und dann machen sie natürlich wieder das Tor auf. Wenn wir deren Bunker. Nee, machen sie irgendwie nicht. Ach doch, jetzt. Oh shit, Selbstmordattentäter. Und Flammenwerfer, Geist. Get ready! Der schon kaputt ist. Alter, die kriegen so auf den Sack. Ey, du hast ja alles an Ammo an. Hab ich? Wollte ich nicht. Das ist, glaube ich, gerade im Zuge von dem anderen passiert. Probier das auch mal aus, was dann dort passiert. Weil eben hat es übel so gebritzelt und alles. Hä, wie zieht der ihn denn weg? Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Schwer verletzen erstmal an seinem Arm. Achso, okay. Bevor das, der Heli explodiert, sollte man das vielleicht wirklich machen. Hätte ihm auch an den Ohren wegziehen können. Schnell zum Boot. Hä? Ich sehe nur Sand. Ne, ich sehe uns auf dem Boot, so durch die Gegend fahren. Oh Gott, was ist da denn los bei mir? Okay, jetzt. Yeah, coole Musik. Ich glaube, es macht Sinn, zu einer Waffe zu wechseln, mit der man ein bisschen. Und so, ne? So, ich dachte, wir entern das Boot jetzt einfach. Vielleicht machen wir das gleich, ja. Jetzt erstmal schieße ich mit einer Waffe, die für Fernkampf geeignet ist. Ich spare mein Geld die ganze Zeit auf die Shotgun Level 3. Level 3. Yeah! Okay, hier kann ich auch wieder zur Shotgun wechseln. Shotgun ist so gut, Mann. Ich warte, bis ich die 3000 dafür zusammen habe. Wow. Nö, ich probiere gerade mal ein bisschen mit der Minigun rum hier. Ich meine, die abzugraden. Kostet 3000 die Shotgun, weil die haben wir schon einmal abgegradet, oder ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Ja doch, einmal habe ich sie auch schon abgegradet, das war ja nur die dumme Taschenlampe. Ach, das ist, falls man 4-Player-Koop macht hier, oder was? 4-Player-Koop? Kann man das? Hier gab es auch immer nur zwei Sachen. Ja. Sterbt. Soll mir mal einer erklären, die Artistic Direction dahinter, dass man so einen komischen Filter über alles legt und man hinter der Minigun sitzt. Verstehe nicht. Du bist halt kein Game Designer, weißt du? Das ist ein ganz schön großes U-Boot, by the way. Ja. Also ich habe schon U-Boote gesehen, wie groß die so sind, und das ist echt ganz schön groß hier. Da sind verdammt viele Gegner drin. Ja. Wow. Okay, das ist kein normales U-Boot. Wieso? Ja, einfach das Geschütz, was da gerade so ausgeklappt wurde auch in der Seite, so wo so ein Typ drin saß. Eher ungewöhnlich. Ziemlich unnormal. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an die Szene in Renegade Ops. Weiß ich nicht mehr. Wo man mit dem Heli um das Schiff rumfliegt und die ganze Zeit immer nur auf Geschütze ballert. Achso, das da, ja, ich erinnere mich. Achso, ja. Yeah! Oh, Raketenwerfer. Nein, du sollst es nicht schon wieder kriegen, Mama! Nicht immer alles mir wegnehmen. Bam. Ach, ich droppe das, wenn ich es nicht direkt benutze. Ja, toll. Alter. Dead Zerstörungskraft. Bin tot. Das Geschütz drückt mir ganz schön den Schaden. Hallo, ich möchte dich reviven, bitte. Dankeschön. Ich drück so X, um da hochzuklettern, dann kommt so eine Mega-Explosion, dass ich nichts mehr sehe. Und dann bin ich danach tot. Schön. Auf geht's. Human Centipede einfach. Oh. Inside. Was macht er denn? Plötzlich wird das Spiel zum 2D-Side-Scroller. Wir sind beide gestorben. Haben wir gut gemacht. Lass mal hier bleiben. Kommt noch mehr. Lass mal hier bleiben, roll einfach. Ja. Hallo? Ich stirb's am Kopf. Ich stirb halt. Ich check derbe nicht, wie ich zielen muss hier. Ich auch nicht. Hallo, ich will hier runter. Ich guck mal, was er macht. Ui.
Oh, sieht so dumm aus. So, jetzt aber. Tu es halt. So. Ich komme hier nicht durch. Moment, ich muss mich hier erstmal kurz alle töten. Kann ich jetzt hier durch? Ne, hier da. So. Sorry. Ja, schon, ein sehr großes U-Boot. Warum sind wir jetzt hier auf dem U-Boot? Kannst du mir das erklären? Nee. Also irgendwie sind die ja Drogen und böse. Oh nein. Oh, okay, wir müssen dramatisch die Tür angucken. Ich stehe nur leider nicht vor der Tür, als ich sie dramatisch angucke, sondern gucke einfach an die Wand. Achso, ja. Jetzt kommt wieder das 12-jährige Tittenwunder-Mädchen, doch Tochter-Ding oder was? Ja, wo ist sie denn? Ach da, da. Hallo? Hehehe, ich renne einfach direkt. Die soll 12 Jahre alt sein, das ist kein Tittenwunder, die hat einfach ja, einen dicken 14 Arsch. Oder so. Die hat irgendwie auch gefühlt keine Haare. Was ist da denn los? Hä? Wir müssen immer wieder nur den Knopf drücken, um weiterzufahren. Aber erst nachdem wir alle getötet haben. Also sonst fahren wir ja mit denen mit, das wäre ärgerlich. Oh, Cutscene. Der Heli ist doch vorhin verreckt. Lauf wieder. Wir immer in den Heli rennen, ey. Sieht so dumm aus. Unfinished business. Crazy Gringo. Unfinished business heißt so viel, wir müssen das U-Boot versenken. Keine Ahnung, alle oder alle töten. Selbstmordattentäter. Wir kommen nichts mit. Wo bist du? Ich bin tot. Du bist tot. Du lebst. Ich bin hier. Wird auf alle Fälle möglichst weit voneinander wegrollen. Was passiert? Irgendjemand kommt uns hinterher. Oh shit, ein Bosskampf. Ein fetter. Was soll das sein, Mann? Das Ding hat einfach komische Augen und so da oben. Voll so. Nee, das ist der Typ. Das ist dieser Joe. Das könnte cool werden, wenn sie es richtig machen. Warum habe ich überhaupt Hoffnung? Ja, who is the better man? Der in dem dicken Roboteranzug. Oh, dazu was hat er ja sogar gesagt, was in die Richtung. Ja, und auch noch 1000 Leute und Helis und bitte sehr, ey. Lass mal erstmal kurz die ganzen Kleinen hier. So, ich gehe mal auf meine... Er schießt mit roten Lasern auf uns. Ich glaube, Shotgun ist am effektivsten mal wieder. Oh, der hält sogar wirklich ein bisschen was aus dieses Mal. Ich sehe leider nichts. Tot. Leben. Wo bin ich denn? Alter, ich bin gleich wieder tot, weil ich nicht da weggerollt gekommen bin. Hat er dich gepackt oder was macht er da gerade? Ich bin tot. Auch. Die schänden meine Leiche noch ein bisschen. Okay, ich glaube, ich nehme mal die Minigun mit aller Ammo oder so. Mach auch mal alles an. Granaten. So. Lass mal versuchen, ihn zu fokussen. Ihn einfach übers Down zu holzen. Weil so viel Leben hat er nicht. Oh, er hat irgendwie kassiert. Weil wir die Hälfte der Leben gezogen haben. Ich bin tot. Du lebst wieder? Mhm. Drück ihn auch nebenbei mal ein paar Granaten. Ich hab keine Granaten. Ach doch, ich hab wieder Granaten. Oder da kassiert jetzt den finalen Stoß. Bam. 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 Quinn. Oh, ich stand mitten auf ihm drauf, als er gestorben ist. Oh, Dead Queen ist. It is done. Warte mal, war das Final Showdown? War das das Spiel? Weiß ich nicht. Lass mal gucken. Ja, ein bisschen unspeckete. Lass mal gucken. Ja. Nicht mein Abspann, Mann. Das ist einfach nur so, you return to the main menu oder so. Fertig. Die schämen sich so sehr, dass sie einfach nicht mehr ihren Namen nennen wollten am Ende, um sich zu krönen. Ja.
Wir hoffen, es hat euch mindestens genauso viel Spaß gemacht wie uns. Final Verdict, was kann man dazu sagen? Drogen sind schlecht. Müssen alle vernichtet werden, und zwar mit Flammenwerfern, Miniguns und ja. Wo Drogen könnten auch gut sein, wenn man versucht, dieses Spiel einigermaßen zu genießen. Dann kann man bevor ein paar Pillen einschmeißen. Und dann einen epileptischen Anfall kriegen, wenn man die Minigun benutzt. Könnte funktionieren. Naja, dann wäre das hier wohl unser erstes offiziell abgeschlossenes Let's Play. Yay! Bis zum nächsten Mal. Ciao.